So, da war die Aufnahme auf immer beendet. Tut mir leid. Jedenfalls, wir brauchen jetzt die Fahrzeuge für die Schlacke. Straßenfahrzeug kaufen. Da braucht man nicht viel, weil die Strecke nicht lang ist. 20 und der soll bitte nur die Schlack mitnehmen. So, Strecke ist jetzt geschaffen, auf der jetzt die 60 Tonner jetzt erstmal rumfahren sollen. Hat natürlich nicht den Sinn, dass die jetzt so schneller sind oder sowas, aber es hat den Grund, dass die jetzt einfach mehr transportieren können. So, der Zug, der fährt hier runter. Der hat 11 Holz, 11 Bretter mit. Was soll denn das? Kein Wunder, dass hier nichts. Oh. Na gut, uns fehlt am Stahl und nicht an Brettern irgendwie. So, aber jetzt kommen eben die ganzen LKWs, die den Stahl bringen. Habe ich das Gefühl. Oh, wir gehen 9 Millionen im Minus. Ich glaube, das ist schon okay. Wir werden bestimmt gleich wieder hart ins Plus gehen. Also im Moment möchte ich oder kann ich auch nicht viel machen. Hier kommt der nächste Zug. Und wo bleibt denn jetzt unser anderer neuer Zug? Jesa. Stopp, was macht denn der auf der Strecke? Och nee, sag nicht jetzt. Jetzt hat er auf der Strecke. Warum fährt denn der dort auf der Strecke lang? Klar, theoretisch habe ich nichts dagegen, aber ich habe extra seine eigene Strecke gebaut. Und der soll ja auch auf die 2 fahren eigentlich. Ah, guck mal, jetzt ist es feste. Der wird er dann bestimmt dann gleich rüberfahren, sobald er drüben angekommen ist. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine großen Probleme, wenn er jetzt noch auf der Strecke ist. Getestet habe ich das ja nicht, was passiert. So, na gucken wir mal. Neu-Ulm. Das mit dem Flugzeug funktioniert natürlich immer noch nicht. Da fliegt bisher immer noch keiner mit. Das war mir auch klar, weil mit dem Flughafen ist es natürlich schon eine Sache für sich, würde ich sagen. Nein, die kriegen wir nicht so schnell. Diagramme. Oh doch, eine Person fliegt mit. Und, oh, wir kriegen jetzt so einen Haufen Zeug. Also den habe ich, glaube ich, runtergeladen. Müssen wir mal gucken. Den nutzen wir dann auch mal. Dass wir dann alles ein bisschen umbauen. Dass wir das hier eben als kürzere Züge nehmen. Also hier so zwischen ein paar Städten und den. Jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Namen, wie der Zug heißt. Gucken wir mal kurz. Und der TVI dann später. Hier haben wir noch den Pendelzug. Der hat 99 Platz frei. Ist ein Doppelstock, den gefällt mir natürlich auch. 130 kann er fahren. Ist aber auch so ein kleiner RI, den man später mal benutzen kann. Mein Ziel ist eigentlich hier alles nochmal schön zu bauen und so das dann zu schaffen. So, die Strecke fährt jetzt schön mit den 40 Tonnen. Die ihre fast 100 km/h komplett ausfahren können. Aber ihr seht auch, wir machen sehr, sehr viel Minus. Also Betriebskosten haben wir schon ein bisschen viel. Aber ich hoffe mal, ich habe mir jetzt nirgendwo jetzt einen Arsch gebissen, dass ich mir wirklich die neueren Fahrzeuge geholt habe und viele Fahrzeuge und alles Mögliche. Also ihr seht hier, der ja 15, ist ja voll. Das ist gut. Er bringt auch gut Geld ein. Wir müssen natürlich auch gucken, vielleicht macht irgendeiner Minus. Holzbahn Neu-Ulm. Der würde zum Beispiel Minus machen. Baumaterial, der macht im Moment Minus. Klar, im Moment. Es ist ja auch hier oben noch nicht angekommen. Und abtransportiert wird, glaube ich, auch nicht. Weil der nämlich sagt, ja, hier ist keine Linienbenutzung. Obwohl eigentlich alles zusammenhängt. So, jetzt fährt er jeden Halt an der irgendwo.
in der Stadt ist. Ich hoffe natürlich, dass der jetzt sagt, jo, okay, dann fahre ich jetzt mal ran. Aber wir haben ja auch Fahrzeuge da drinnen. Das kann ja aber auch nicht daran liegen. Die Schlacke wird geschafft. Die ÖPNV drüben hat keinen Verkehr mehr. Da kümmern wir uns irgendwann mal, wenn wir mal wieder Geld haben. Der Treibstoff, okay. Waren, waren, waren. Airbus A320, nice. Können wir uns bloß nicht leisten. Ja, Baumaterial, der fährt mit Baumaterial. Bis in die Stadt rein. Okay, also hier ist schon mal nichts falsch. Hier unten, das ist schon richtig. Ich habe mal den Fahrzeug, hier unten das umgebaut, dass hier auch die Fahrzeuge das annehmen können. Da gibt es auch 30 gefühlte verschiedene Strecken. So, und der sagt immer noch Linienbenutzung. Nein. Schön. Vielleicht muss erstmal der Zug ankommen. Also er fährt jetzt schon auf seiner richtigen Strecke. Das ist schon mal okay. Und er fährt auch seine Schlacke und er soll auch sein Baumaterial mitnehmen. Wie gesagt, fraglich ist mir nur, warum gesagt wird, nee, wir brauchen kein Baumaterial. Dass hier keine Linienbenutzung ist. Hier ist ja alles angebaut, drüben ist alles angebaut. Das kapiere ich natürlich nicht. Aber ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt einen Daumen nach oben da, wenn ich den Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, aber natürlich mehr davon sehen wir auch nicht. Mich würde es natürlich freuen. Ich lade trotzdem weiter hoch, aus dem folgenden Grund, weil es mir gefällt, das Projekt. Wir müssen langsam wieder Geld einnehmen. Die 40 Tonnen möchte ich überall jetzt rumfahren haben. Ich möchte auch, dass das Baumaterial endlich mal produziert wird. Und das ist mir jetzt immer noch unklar, warum eben das Baumaterial nicht hier rüber genommen wird. Sonst ist ja alles verbunden. Und Schlacke soll ja auch hier produziert. Und sollte auch abtransportiert werden. Aber irgendwie sagen sie, nö, 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 das geht nicht. Da werden wir im nächsten Part vielleicht mal einen kleinen Trick verwenden. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn ihr so wollt. Ciao, ciao.